seid gegrüßt und willkommen zur 10. Episode meiner Dreamscaper Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das mit der 10. Episode erstmal eine Pause kommt. Irgendwie finde ich es frustrierend, dass ich in dem Spiel nicht weiterkomme. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Wobei, das ist halt das Spiel. Dadurch, dass es halt ein Roguelite ist. Roguelite. Dass man da halt auch scheitern muss, um mal weiterzukommen. Um halt neue Sachen freizuschalten auch. Nur passiert mir das leider zu häufig, finde ich. Wobei, ich habe auch Dingens mal gespielt. Wie hat das, was ich immer vergesse, Mann. Dead Cells ist ja auch sehr frustrierend manchmal. Aber da kommt irgendwie besser klar, keine Ahnung. Da muss ich einfach mal schauen. Ach so, ich habe hier das andere Ding. Mann, ich finde es auch irgendwie besser bei, verdammt, bei Dead Cells, dass man da, keine Ahnung, da habe ich irgendwie mehr Kontrolle über das, was ich so habe an Items, wow. Aber jetzt komme ich auch gerade ganz gut klar, trotz dabei zu reden. Drei Schlüssel, okay, einfach so? Ohne Gegenleistung? Alles klar, nehme ich doch dankend an. Komm her. Daneben. Ja, da fängt es wieder an, dass ich so einen Mist mache. Oh, zwei Gegner. Ganz schlecht. Oh Mann, ich vergesse immer, dass ich diese Wasserpistole ab, oder was das ist. Oh, kann ich es auch so machen? Oh, reicht gar nicht. Oh doch, es tickt. Nice. Gut, dass wir jetzt Schlüssel haben. Das heißt, ich kann hier einfach reingehen. Dann kann man wahrscheinlich wieder nichts kaufen. Ne, 814 habe ich. Gut, was ist das da oben? Lass mich durch. Breaking, Lucid Attack, ne? Gale Blade, Off Balance, 85 Windschaden. A Companion flies forwards and back with each attack dealing 11 Damage. Das hätte ich gern. Boxing Gloves, ne? Das hier wahrscheinlich auch nicht. Ich hätte gern dieses Schwert. Wobei, was habe ich eigentlich hier gerade? Ich habe Gale Blade 2. Oh, das ist doch perfekt. Dass dann einfach ein stärkeres Gale Blade wird. Ich brauche irgendwie 800, nee, 956 oder so waren das. Und ich laufe mal wieder hier durch, anstatt mich zu porten. GG. Irgendwie hatte ich das mit dem Feuer fand ich so gut, dieses Dashen. Naja, man kann nicht alles haben. Das ist jetzt doof. Moment mal eben. Oh, das wird das erste Rätsel, was ich nicht direkt gelöst kriege. Doch. Wow. Ist jetzt auch nicht so schwer. Fireburst 3. Astral Blow, Fireburst 3. Ja, will ich doch den stärkeren Fireburst nehmen, ne? Den hier natürlich. Ja, swappen wir mal. So, 895. Den gehen wir mal hier zum Fragezeichen. Gucken, was wir da haben. Ich glaube, das ist so ein Heilding. Was haben wir hier? Gegner. Oh oh. Und verschwendet. Und verschwendet. Die Fireburst geht wieder. Lasst mich. Alter! Also, wo war die Heilung noch gleich?
Oh, da ist was zum Aufsammeln. Spritz da. Achso, das war das zum Aufbomben. Dumm, die dumm. Oh, da Gegner. Oh nein. Die beiden wieder. Kann man das Ding überhaupt angreifen? Glaub nicht, ne? Nö, gehen wir mal wieder zurück. Dadurch, dass wir jetzt hier hingehen, eins weiter, würde ich einfach mal nicht porten. Gut, geheilt. Dann eben da zur Challenge. Ne, nicht wieder. Das kann ich gut. Fälschlicherweise zurückgehen. Oh, wir haben schon 1000 Geld. Ne, wir porten eben zum... Oh, da ist auch noch was. Aber ich gehe trotzdem eben hier zum Laden. Ich will das bessere Schwert haben. Nee. Gale Blade 4. Direkt viel mehr Damage. Okay. Sieht anders aus. Aber sieht cool aus. Mit diesem Begleiter. Und ich hoffe, dass ich den nicht wieder verschwende. Indem ich die wieder fehle. Ich will auch mal weiterkommen, über Level 3 hinaus. Oh, der Begleiter ist übelst stark irgendwie. Richtig gut. Und auch die Waffe selber an sich, ne? Was sind wir hier? Open. Cheat Sheet reduces ability cooldown, but decreases damage weniger. Ah, egal. Lieber häufiger einsetzen. Discovered City Sounds. Dieser ständige Geräuschpegel. Wie können Leute damit nur umgehen? Es ist so überwältigend. So viele Eindrücke die ganze Zeit. Ich freue mich, wenn ich wieder in Ruhe schlafen kann. Jupp. Dann gehen wir mal hier zum Dingen. Challenge. Ohne Melee-Attacks, ja. Glückwunsch, krieg ich nicht hin. Das war gut ausgewichen, zur Abwechslung mal. Oh, diese Klinge ist so stark. Ich möchte den nicht verlieren. Es geht mir auch immer so in Dead Cells. Wow! Da kriege ich das auch gut hin immer. Dass ich irgendwie eine super Waffe habe, die ich unbedingt behalten möchte. Und dann sterbe ich doch direkt wieder. Meist an meiner eigenen Dummheit und nicht an irgendwelchen super schweren Gegnern. Alter! Oh, wie weit das hier geht, wie weitläufig dieses Level ist, City. Oh, verdammt. Autsch. Gut, dass wir da unten noch Heilung auf Lager haben. Ach ja, Bombe. Bam. Da, da, da. Und hier rein. Ja, natürlich erstmal wieder voll reingelaufen. Oh, verdammt. Hat funktioniert. Endlich mal. Wo komme ich rein? Ja, ich habe noch Bums. Und was haben wir hier? Okay, wieder aufpassen, weil ich mir. Champagner. Conjures a companion that fire three. What? Conjures a companion that fires three projectiles with your attacks. Companion ist immer gut. Bulwark of Buffing Roll. Nee, will ich nicht. Das hier will ich. Richtig gut. Oha.
erstmal hier die Heilung holen und dann auf zum Kampf, um aus dieser Map rauszukommen. Oh Mann, es wird so schief gehen. So, dahin, porten. So, auf zum Endkampf sozusagen, wie ich das schon tausendmal gemacht habe. Scheiß Dinger wegkriegen. Nervig. Gut ausgewichen. Wieder gut ausgewichen, denke ich. Ich habe es mal wieder geschafft und ich habe auch mal alle Fähigkeiten genutzt. Ich bin so stolz auf mich. Mal gucken. Was sind wir hier? Toboggan. Increases health and boosts movement speed. 30% mehr health und 10% mehr movement speed. Ja, nice. Schön, dass es mal geklappt hat auf Anhieb. Eigentlich recht chillig durchgekommen. Durch die City. Aber gucken, wie es hier bei Campground wird, ne? Wir schlafen mal weiter. Kein Bock, wach zu sein. Gut. Ey, das sollte ja schaffbar sein. Mit diesen Waffen. Ghost Stories? Okay, hau raus. Meine Mutter liebt es, mir Geistergeschichten zu erzählen. Sie waren fast immer gleich, aber ich habe geliebt, sie zu hören. Am Ende jeder Geschichte wurde ihre Stimme sehr leise oder sehr ruhig und verschwörungstechnisch. Sie hat sich dann angeschlichen und uns erschreckt, wodurch wir gelacht haben und bla bla bla. Keine Ahnung, könnt ihr ja selber lesen. Oh nee. Autsch, autsch. Autsch, autsch, hallo? Was ist das denn? Okay. Erstmal verschwendet. Aber wie kriege ich das Ding jetzt hier kaputt? Hier mit, ne? Geht wahrscheinlich nur, wenn es offen ist, oder? Oder ich muss es gar nicht kaputt machen. Das wird die Lösung sein. Wir gehen erstmal hier hin. Okay, es macht auch nichts mehr, jetzt wo die Gegner weg sind. Was zum... Ey, wie das Ausweichen wieder nicht geht, ey. Jetzt hätte ich gerne Heilung. Wirklich gerne Heilung. Nö, nehme ich halt den Schlüssel. Kein Ding. Heilung, Heilung. Heieiei. So
So, hier mache ich erstmal auf. Ich will wissen, ob hier was drin ist. Ich hätte auch gerne mal eine vernünftige Fernkampfwaffe. Der hätte ruhig hier länger stehen bleiben können. Um gegen die Wand zu schießen. Gegen den Baum zu schießen. Fernkampf, Fernkampf. Purifying, nee. Fernkampf, Lockpick. You will sometimes open locks. Oh, ohne Schlüssel, nice. Fireburst, Fingergun. Oh, die hätte ich gerne. 1200. Echt jetzt? Weil alles ist besser als dieses Wasserpistolen-Ding hier. Das hier. Und gleich kommt irgendwie ein brennender Gegner, wo ich mir denke, so hätte ich mal das andere Ding behalten. Und ich laufe wieder, merke ich gerade. Egal. Moment mal, lag da nicht noch was? Nee, nur Effekt. Okay. Aber hier können wir was aufmachen. Und finden hoffentlich etwas von der Währung hier. Und zwar sehr viel davon. Perfekt. Nein, nicht das. Auch Heilung wäre auch nicht schlecht. Nee, Fingergun. Immer noch nicht genug. Mann, muss ich mal hier gucken. Also Heilung brauchen wir. Und noch ein bisschen Kristallgedöns. Story Keepsake, ja. Upgrade Equipment. Ich habe leider kein Geld dafür. Was haben wir denn hier Schönes? Einfacher Kampf. Sollten wir aber genug haben. 1300. Wunderbar. Ist das Heilung? Ja, nice. Wir haben noch mehrere. Ah, nee. Ich würde erst die Fingergun holen gehen. Ganz ehrlich. Bevor wir irgendwie das Geld verlieren wieder. Dann habe ich wenigstens damit Spaß gehabt. Und das ist auch eine 5er. Richtig gut. Und die ist sogar ziemlich... Moment, ich war falsch, oder? Moment mal. Das hier ist die Fingergun. Nice. Und ich laufe doch wieder. Mann! Jedes Mal. Ich komme mit dem Spiel nicht klar. Zu kompliziert für mich. Also das hier war Fingergun. Fingergun. Wir können auch mal ein bisschen größer. Aber wirklich nah können wir nicht. Das hier ist das. Das hier ist das. Und das ist unser schlechter Schild. Gut. Dann rein hier ins... Okay, ins Looten. Wo ist was hier? Open. A delicate vase. Increases the chance of shattering effects. Habe ich nicht. Nix mit shattern. Shattern. Zerbersten oder so? Irgendwas tauschen. Nee. Nee, will ich nicht. HP gegen... Nee. HP gegen eine Bombe. Oh, Gegner. Gut, dass dieser Gegner-Typ da oben... Ey. Jedes Mal an diesem Gegnertypen, ne? Ey, ich hasse es. Aber das ist genau das. Und ich weiß auch nicht, was ich für einen Fehler mache. Irgendwie weiche ich zwar aus, aber eben an die falsche Richtung. Ich bleib hängen. Das ist sehr frustrierend. Ich denke, ich werde wie angekündigt am Anfang der Episode erstmal eine Pause von Dreamscaper machen und was Ähnliches dann hochladen im Kanal.
auch ein Roguelike. Keine Ahnung, ihr werdet es ja sehen. Auf jeden Fall beende ich dann die Episode für heute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie es hier halt nicht weitergeht, sondern mit anderen Sachen oder vielleicht doch irgendwann weitergeht bei Hometown, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.